Hallo, liebe Internetzuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Starbound mit Pappnase! Hallo! Kann ich meinen Pop-Blogger testen? Pop! So, wir spielen weiter Starbound, ganz klar, und wir sind jetzt hier im Schloss. Ich habe gerade was gegessen und jetzt geht's weiter. Was für ein skurriler Planet. Aber er gefällt mir. Ich nehme alles mit. Das kann man später verkaufen, den ganzen Schrott. Ich muss den doch nicht scannen, oder? Okay, von den Affen muss ich was haben. Ich glaube aber nicht, dass ich das hier scannen musste. Nee, sieht nicht so aus. Oh, wollt ihr denn jetzt alle von mir? Och, was denn? Alter, was ist das denn? Bist du lieb? Okay, die Frage, ob du lieb bist, hat sich direkt erledigt. Er ist es nicht. So, Freundchen, weißt du, was das hier ist? Das ist ein Gewehr. Ja, merkst du was? Bam. Penis. Mit seinem Pfeil und Bogen, ja, macht es ja voll lächerlich. Nehmen wir alles mit. Oh, es geht ja alles höher. Ich muss checken. Die Sniper würde ich gerne behalten. Die ist cool. Auf jeden Fall. Ja. Übrigens, ich habe gerade eben noch so ein Modul gefunden. Okay, krass. Und die Frage ist nur, ich habe jetzt eigentlich drei coole neue Waffen gefunden, beziehungsweise das eine Feuerschwert, da weiß ich nicht. Das ist ja auch nicht schlecht. Das ist sogar ziemlich gut. Aber die Peitsche ist noch teurer als dieses Feuerschwert. Okay. Dann verkauft doch die Peitsche. Ja. Naja. Aber erst erkunde ich den Planeten hier weiter. Kann ich das unter ihm abbauen? Okay, dann fällt er einfach runter. Das macht 109 Schaden. Wenn er direkt da reinläuft. Und der Schlag? Okay, der macht auch 109. Ich wusste es. Hm? Bin verstorben. Echt? Warum? Ja. Ich bin runtergefallen. Was ich hier für einen Krempel einsacke, dafür gibt's richtig gute Asche. Uah! Wow. Beinahe. Oh, hallo. Beinahe. Also das Gewehr ist saugeil. Scharfschützengewehr. Damit mache ich mir ja richtig Platz. Ja. So, da muss ich mal kurz rein. Ja, siehst du mal, ich schlafe in deinem Bett. Bitte? Ach, ich von der KI schlafe ich hier im Schlafzimmer.
Okay, ich habe gerade den König eliminiert. Von dem Schloss. Hm? Der war aber auch schwer. War der schwer? Okay. Die Glocke ist bestimmt was wert. Boah, ich bin so der Söldner. Ich sammle alles ein. Ist wahrscheinlich total assig von mir, aber... Ich habe eine Gitarre. Ja, habe ich auch. Ach, das ist ein Schwert. Ach, wie geil ist das denn? Was denn? Ich habe ein Schwert, da ist ein Auge dran, das glotzt die ganze Zeit. Und wenn ich rechts klicke, kann ich dieses Auge werfen und der Blick geht dahin, wo das Auge ist. Aha. Das heißt, ich kann es irgendwo runterwerfen und gucken, was da unten ist, theoretisch. Okay. Hey, wie cool. So verstehe ich das. Das Spiel bietet immer noch Überraschungen. Ja. Okay, das heißt, ich muss diesen Kackweg auch jetzt wieder zurückgehen. Ist das so? Oder werfe ich erstmal ein Auge drauf? Das wäre mal die Idee. Das würde gehen. Nur nicht wundern, ich habe gerade was getrunken. Nee, ich wundere mich über nichts. Nee, ich meine meine Zuschauer. Ups. Oh. Das ist eine Rolle, wo man hinzielt. Dann probieren wir gleich mal. Ja. Oh, und schmelze. Cool. Ihr seid beide feindlich. Armboss, nehme ich alles mit. Ups. Ah, okay, böse Falle. Heute gleich mal wieder Bandagen und krepiere ich hier gleich wieder. Ist friedlich? Kurz.
Man sich ja eigentlich auch Schlafsack bauen? Ja. Das fällt mir gerade ein, würde ja schon ein bisschen Sinn machen. Ja, in dem Schlafsack kannst du vor allen Dingen dich wieder heilen. Ja. Ich baue mich jetzt einfach nach unten. Nein. Lauf doch weg. Da ist noch ein Ritterschin. Oh. Guten Tag. Vergessen, den Timer zu stellen. Ist ja meine Spezialität. Wo ist das? Sehr wertvolles Zeug findet man hier, echt cool. Okay, cooles Schwert. Echt cool. Ist schon wieder eine Anlage, aber so eine kleine. Pet Color. Ja, das habe ich schon gefunden. Habe ich zwei jetzt von. Was denn? Von diesen Halsbändern. Den kannst du zu Geld machen. Ja. Einen Stab gefunden. Ach, geil, hier ist ein Ritter mit dem Streitross. Der will bestimmt auch gleich Ärger haben. Was macht denn der Stab? Okay, das Rost war so eine Art Fahrzeug. Ganz geil. Ich finde das Schwert mit dem Auge geil, weil es so... Attraction Zone. Oh, das ist eine Guillotine. Da kannst du ja drauflegen. Das mache ich jetzt nicht. Nachher sterbe ich. Moment, da ist doch ein Kochtopf. Ah, siehst du, können wir Essen machen.
Gut, so kommt man natürlich auch schnell vorwärts. Wie ist es explodiert? Okay. Ist das normal? Muss ich das so den sein? Fehler. So, das Ritterdorf wieder hinter mir. Also diesen. Das ist schon abgefahren. Ich will. No. Bist du wieder tot? Mm. Warum? Wieso denn? Ja. Ah, ich bin ich einmal durch. Links lang. Okay. Ja, ich müsste gleich eigentlich auch einmal durch sein. Hey. Okay. Ach, das ist aber die Idee. Ich habe doch hier einiges mitgenommen. Ich habe natürlich den Herd nicht mitgenommen. Ich bin ja auch ein Künstler. Zurück. Okay, das sollte ich vielleicht wegräumen. Das nehmen wir mit für unsere Behausung. Oh. Ja. Oh, noch einer. Mein Kochtopf. Ah, das kostet Energie, okay? Oh, nicht gut. Was denn? Ach, ich bin hier schon wieder zu komisch gefallen. Wieder da. So, ich wollte diesen blöden Herd aussetzen. Einwandfrei. Das ist nur Deko. Hatte ich nicht einen echten Ofen mitgenommen? Verdammt, ey. Kiste kann ich mal aussetzen. Globus, was habe ich denn alles eingesäckelt? Das ist ja geil. Ach, die große Glocke. Ja, jetzt können wir auch einschmelzen, ein paar Sachen. Nee, das ist jetzt. Aber mein Zeug lag hier jetzt nicht. Was ist denn los? Nee, alles gut. Komm ja nicht runter, du Scheißvogel.
Der Schnee nervt. Okay, ich mache mir mal zwei Türen. Erstmal zurück zum Schiff. Creepy! Hallo, grüß dich. So. Ich müsste erstmal wieder... Also das gab gut mit dem Extra-Bait im Raumschiff. Okay. Das kann ich nur empfehlen. Baumstab gefunden. So, und jetzt will ich die Baumwolle, die ich gefunden habe, hier unten auch anpflanzen, damit ich permanent auch das kriege und habe. Nee, hier waren wir nicht. Oder? Nein, hier waren wir nicht. Ist irgendwas? Hammer. Oh, hier geht's runter, cool. Böse. Mein Planet ist, glaube ich, ein bisschen größer. So, ich switche jetzt erstmal ab zum Outpost und verkaufe meinen überschüssigen Krempel. Ja, würde ich auch gerne machen. Der Prätator, moin! So, erstmal Knete machen. Meine Raumschiffbeleuchtung, die verkaufe ich nicht.
Oh, ich habe eine elektrische Bassgitarre gefunden, die bringt wahrscheinlich richtig Asche. Ja, ja, geht so. Eine Henkersmaske. Okay. Boah, die bringt einen glatten Tausender. Okay. Locker mal wieder 7.000. Ich habe schon wieder 17.000 Kohle. Cool, oder? Ja. Derbe natürlich immer, darum habe ich nie so viel Kohle. Was denn? Was hier alles. Ja, die Baumwolle zieht auch sofort an. Das finde ich gut. Was wir wollten, haben wir immer noch nicht so richtig gefunden, oder? Nee. Aber ich suche erstmal meinen Tod hier gerade. Ich guck gerade, ob wir was falsch gemacht haben. Ah, ist mein Zeug. So. Vielleicht bin ich auch auf dem falschen Planeten. Ich bin auf dem Schneeplaneten. Nee, du musst auf dem Frostplaneten. Ich hab's gewusst. Scheiße. Irgendwie was? Mich was zu scannen? Nein, ah, ich weiß, ja, dass okay. Es da... Alles klar. Ich hab runtergehen, aber wir gehen erstmal eben kurz hoch auf unser Schiff. Falscher Planet. Okay, fliegen wir. Er sagt, du bist auf dem falschen Planeten. Ja, ich bin schon unterwegs zum richtigen Planeten. Passt. Das muss ich eigentlich alle noch ausgiebig ausprobieren. Mein Tier schläft in meinem Beten. Ach, zwei Dings hat er nicht. Dann schauen wir mal. Das ist so geil, dass mein Motten-Ding funktioniert hier. Der taucht schon mal nix. Erstmal runter. Und eben kurz sortieren hier. Mein Mottending funktioniert jetzt aber nicht mehr. Ist wohl abhängig vom Planeten. Ob dein Mottenteil funktioniert auf deinem Schiff. Okay. Die habe ich. Den behalte ich. Ich bin schon bei den Affen. Echt? Ich habe direkt einen Stützpunkt von denen hier. Oh, ich dachte schon, weil ich jetzt was aus der Kiste genommen habe, schießt er auf mich.
Ich räume den schön die Kisten aus. Aber irgendwie konnte ich hier noch nichts scannen. Vielleicht bin ich auch noch nicht richtig. Ich komme mal zu dir. Doch, ich habe jetzt was scannen können. Kuckuck. Kuckuck. Richtig schade. Ach, wie doof. Jetzt finde ich hier nichts. Mal, ich gehe nochmal. Okay, top links. Hm? Hier ist eine Waffe. Oh, hallo. Oh. Also die Kisten darfst du aufräumen. Du darfst nur nichts von denen klauen. Kein Inventar. Dann geht alles klar. Ja. Was denn? So komisch. Oh nein, was mache ich denn für eine Scheiße? Jetzt verstehe ich den Sinn. Was denn? Was ist los? Ich habe einen Stab. Mit dem, so wie du mit deinem Dingens hier machen kannst, mit deinem Heilstab. Mhm. Habe ich einen Stab, womit ich die Viecher anziehen kann. Mhm. Und dann macht er auch so eine Sphäre und wenn die über ein Viech drauf ist, dann bleibt das Viech in dieser Sphäre drin. Ah, cool. Das ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht.
allerdings das Aufladen stört. Von daher werde ich das Teil wahrscheinlich auch verkaufen. Au. Oh Mann. Eine Begegnung mit so einem Vieh macht mich schon fast fix und fertig. Echt ätzend. Nee, komm, wir fliegen jetzt hoch und checken, was wir behalten und was nicht. Okay. Mich hat's gerade gerippt. Was denn? Was? Mich hat's gerippt. Mich hat's zerlegt, okay. Mich hat's zerlegt. Auch meine Ausrüstung wieder. Ja, toll. Das würde ich auf jeden Fall behalten gerne. Nein! Was? Oh Mann, ich bin so ein Holzkopf. Wieso, was passiert? Ah, ich habe Bungee-Jumping gemacht ohne Seil. Okay. Scheiße. Ach Mann. Es gibt echt schlauere Momente von mir. Ich möchte nicht, dass meine Zuschauer mich so sehen. So. Nein. So. Machen wir mit dem Schwert hier. Das behalten wir gerade auch erstmal. Au. Och, komm, weißt du was? Okay. Apropos. Wir sollten auch vielleicht auf unserem Schiff mal die Erze und so sichern, was wir da, was auch immer wir alles gelandet haben. Das war der, der uns gekillt hat. Hier liegt schon mein Stuff rum. Alles meins. Ich hab keinen Platz mehr. Was ich hier nicht brauche. Wo ist die denn? Ah. Eigentlich ziemlich dumm. Ich sollte das vielleicht mal sortieren irgendwann mal. Essen. Das war die wieder ein Lagerfeuer. Ach, wir brauchen wieder ein Lagerfeuer. Da bist du wahrscheinlich so lang gekommen, oder? Wo bist du denn lang gegangen? Ich bin jetzt rechts rum. Ja, da bin ich ein Stückchen, aber nur. Guck, guck. Was? Ey, hier, guck mal. Warte. Wo ist es? Ja. Ja. Sieht ja komisch aus. Was ist denn das?
so eine komische Alien Waffe und ich muss mal kurz was essen. Okay. Sieht aus wie bei Spider-Man, dieser eine Gegner. Ach verdammt. Oh. Nein, der Krempel ist nicht futsch, weil ich das zweite Mal gestorben bin, Red Moon. Er liegt ja noch da. Er bleibt auch liegen, bis er eingesäckelt wurde. Gott sei Dank nicht futsch. Da werfen wir ein Auge drauf. Ah ja, okay. Dann können wir runter. Bist du denn lang gegangen? Als weiter rechts. Du bist gerade dann massiv an der Kiste vorbeigelaufen. Echt? Okay. Ja. Ja, dann ist sie jetzt hier. Ich hoffe, es ist was Gescheites drin. Ach, Blueprints. Für irgendwelche Deko-Schilde und so ein Quatsch. Nein! Nein, Raccoon, alles gut. Passt schon. Alles da, nix ist weg. Es sei denn, Pappnase kommt und sammelt's auf, dann ist es weg. Okay, ich lasse dir jetzt den Vortritt. Fang mal dieses Vieh an. Aha, interessant. Nochmal Licht. Oh, ich habe eine AA-Batterie. Sehr schön, habe ich auch schon angekommen. Hä? Was ist denn hier? Oh, hier können wir scannen, mit Sicherheit. Ja. Ja, noch nichts. Geht aber noch weiter runter. Ja, hier drüben ging es runter, ne? Hier unten ist was. Ja. Ich baue mich mal rein. Mach das, ich guck mal, ob es hier rechts noch was gibt. Hier geht's runter. Oh. Au. Hm.
Ich finde die aber ehrlich. Ich brauche mal langsam Licht hier. Ich glaube, das ist nicht das Richtige, wo wir hier sind. Mit Maus und Tastatur. Red Moon spiele ich. Spielst du das nicht mit Joystick, so wie ich? Was? Ne, ich glaube, hier sind wir falsch. Das ist nicht das Richtige. Weiß ich noch mehr. Oh, kann ich schon nicht mehr aufsammeln? Schneebälle sind so sinnfrei. Ich weiß nicht, was die wert sind. Ich heb mir das Red mal auf. Ach, der kann auch in der Mitte hoch, wäre super. Was ist das? Ach, ich hab schon wieder Hunger. Was soll ich denn essen? Hast du nichts dabei, oder? Nee. Ich hab was dabei. Doch, warte, doch, klar, ich hab Pilze. Du hast Pilze, die kannst du ja kochen, oder? Ja. Die Notration. Achso, Lagerfeuer habe ich hier reingetan. Oh. Hängen überall Fackeln, das sieht schwer nach dir aus. Rechts, ja. Mhm. Immer noch neben dem Teil drin. Kannst du da irgendwas scannen? Nee. Diesmal nicht, Freundchen. Och, geil, eine Platine. Das ist ja genau die Scheiße, die wir brauchen. Thank you.
Das sieht ja hier aus. Okay, hier warst du schon. Ich sehe jetzt eine Treppenkonstruktion. Ja, bist du auch da bist du. Okay. Ey, lass mich mitmachen. Komm her, tu's. Da habe ich die ein bisschen dazu gebaut, ne? Klein bisschen. Was? Das Zeug hängt in der Luft? Hier gibt's keine. Was denn? Oh, das hatte er etwas gehakt. Hakomat. Ist das? Dorok, okay. Hier ist ein Feuer. Hast du das da reingesetzt? Nein, habe ich nicht. Bin unschuldig. Oh! Box ihn! Hast du ein farbiges Schwert? Ja. Ein Regenbogenschwert? Ja, oh. Guck mal, warte mal. Beim nächsten Gegner zeige ich dir was. Cool. Ja. Oh. Dann geh mal vor. Oh. Perfekt. Warte. Ah ja. Cool, oder? Ja. Nicht schlecht. Box. Der Dreifachsprung ist deswegen auch so interessant, weil wenn du irgendwo runterspringst, kannst du nochmal einen Jump machen und dann klatschst du nicht so auf den Boden auf. Wenn du dich aber geirrt hast und darunter kommt noch mehr Abgrund, fliegst du runter und du kannst diesen Jump nicht mehr machen, weil du ihn schon benutzt hast. Und hier hast du halt dann noch zwei Jumps übrig, weißt du? Ja. Was tue ich? Scheiß Barett weg. Ich schieb Kohldampf. Okay, Frühstück. Der ist groß, der Planet, kann das sein? Irgendwie ja. Einen Eindruck. Aber ich glaube, ich bin einmal rum. Hier sind wieder diese Typen. Ja. Das ist gut. Dann kann man zur Raumstation gehen und diesen überflüssigen Geschmons, den ich habe, verkaufen. Ja. Bist du hier denn schon runtergegangen? Auch die Treppen? Wahrscheinlich ja, ne? Naja, ich bin... durch, sozusagen. Der hat da unten eine Quest.
Irgendwas, was wir wegtun können. Eine grüne Taschenlampe. Da fällt mir ein. Ab ins Schiff, bevor ich sterbe. Ah doch, die Mottenkugeln haben gewirkt, also die Motten fallen. Ich hab wieder Content. Okay. Cool. Und die kann ich auch verkaufen. Und die Ernte zieht bei mir endlich. Mal kurz ausprobieren. Sehr sinnvoll, zwei Taschenlampen in der Hand. Zwei Taschenlampen, okay. Ja. Ja, da muss man ein bisschen gucken. Ich habe grüne Taschenlampen gefunden, rote, weiße. Manchmal ist das mit der Farbe so ein bisschen schwierig. Dann verkauft man es ja besser. Mein Lieber, es ist schon wieder rum, eine Folge. Ja, das ist sehr dramatisch. Total. Aber kann man nichts machen. Da kann man wohl nichts machen, ne? Ja, kann man nichts machen. Ja, Astra, dann walte deines Amtes und... Ja, mach es. Also ihr Lieben, bis hierhin erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da. Gerne könnt ihr diesen Kanal abonnieren. Gerne könnt ihr Pappnases Kanal abonnieren und auch ihm einen Daumen hoch lassen. Wenn es euch besser gefallen hat bei ihm als bei mir, dann geht zu seinem Kanal. Das ist richtig so. War das nicht schön? Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Alles gleich. Wir geben an Pappnase die letzten Worte. Bitteschön. Ja, 17.700 Credits. In der nächsten Folge werden wir dann natürlich unser Schiff auch erweitern. Wir haben ja diese lustigen Module gesammelt. Und dann gehen wir auch auf meinem Planeten nochmal runter, ich zumindest. Weil da geht es ja nochmal runter in den Boden rein. Und das wollen wir auch nochmal checken. Auf jeden Fall. Okay, ja, dann sage ich viel Spaß beim Zuschauen. Und obwohl jetzt ist ja schon Ende. Also vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss.